Hallo Leute, es gibt Spiele, die hassen den Spieler und wollen im Gegenzug auch vom Spieler gehasst werden. Dann wiederum gibt es aber auch Spiele, die den Spieler auf so knuffige Art und Weise hassen, dass man das Spiel einfach nur umso mehr lieb haben muss. Und eins davon schauen wir uns jetzt an. Little Devil wurde von Gremlin Interactive 1993 für den Amiga CD32 entwickelt, die erste CD-basierte Spielkonsole, die sich auf dem Mainstream-Markt behaupten konnte. Durch die hohe Speicherkapazität war es nicht nur möglich, einen großen Spielumfang zu bieten, man konnte auch detaillierte Animationen und einen ausführlichen Soundtrack mitliefern. Zeitgleich erschien das Spiel auch für MS-DOS, bevor es ein Jahr später auch den Sprung auf den unrühmlichen CDI von Philips schaffte, dort dann sogar mit Intro-Filmchen. Seit letztem Jahr kann man das Spiel sogar auf Steam erwerben. Im Folgenden schauen wir uns aber die originale DOS-Version an. Man schlüpft in die Rolle des Dämons Matt. Die Story verstehe ich nicht ganz. Irgendwie geht's wohl drum, dass einige Dämonen Röhrchen ziehen, um zu entscheiden, wer eine Pizza holen muss. Matt zieht den Kürzeren und erhält damit die Ehre, sich durch 5 Stockwerke knallhart labyrinthartigen Dungeons zu kämpfen, um ans Ziel zu kommen. Im Dungeon selbst lauern neben zahlreichen Fallen vor allem auch kuriose Herausforderungen und Kämpfe. Das Ganze ist kurz beschrieben ein Dungeon-crawlendes Action-Adventure mit Puzzle- und Beat'em-up-Einlagen. Yeah. Die meiste Zeit ist man damit beschäftigt, sich einen Weg durch den Dungeon zu bahnen, dabei fiesen Fallen auszuweichen und neben Gold auch einige Items und Goodies einzusammeln. Bei den Gegenständen, die man mit sich führt, kann es sich um questrelevante Werkzeuge handeln, die man in späteren Rätseln oder Kämpfen noch benötigt, oder auch um Artefakte, welche man beim Beenden des Levels braucht. Dieser Teil ist manchmal interessant, manchmal fies, oftmals frustend und vor allem gegen später etwas ätzend. Ein Grund dafür ist die leichte Orientierungslosigkeit, da immer nur ein kleiner Teil der Karte oben eingeblendet wird. Ein anderer Grund die Eintönigkeit, da das Setting optisch nur selten variiert und man meist von roten Steingängen umgeben ist. Vor allem aber sehe ich das Backtracking als Problem. Hat man das Labyrinth erforscht, findet man in der einen Ecke einen Gegenstand, den man in der komplett anderen Ecke einsetzen muss, um direkt am Start des Levels einen Schlüssel zu erhalten, den man dann auf der anderen Seite des Dungeons benutzen kann. Das kann nerven. Vor allem, wenn man in eine Falle tritt. Und noch eine Falle. Und noch eine. Och, seht mal, wie der arme Matt sich aufregt. Außerdem ist es wichtig, dass man zwingend alles Gold im Level aufsammeln muss, um es abzuschließen, da am Ende immer ein gieriger Torwächter wartet, der sich nicht mit zu wenig Gold zufrieden gibt. So oder so empfiehlt es sich, im Internet nach einer Karte zu stöbern. Das ganze Dungeon Crawling wird durch kleinere Herausforderungen aufgelockert. Das sind ab und zu zum Beispiel Kämpfe, bei denen es aber mehr um Button-Mashing und Timing geht als um kämpferisches Können. Weiterhin gibt es ab und zu auch Rätsel- oder Geschicklichkeitspassagen. Auch hier ist das Timing wichtig. Vor allem aber auch eine gute Beobachtungsgabe. Dann noch ein bisschen Glück und man schafft es schon. Ab und zu benötigt man auch einen Gegenstand, den man im Dungeon-eigenen Laden erwerben kann. Vor allem die Rätsel machen viel Spaß. Das Schöne daran ist, dass man nicht allzu stark an die Hand genommen wird. Das Spiel verlangt, dass man sich ein bisschen in die Logik reindenkt und dann einfach mal drauf losversucht. Man wird ein paar Mal scheitern, aber doch dazulernen. Auch schön ist, dass es wirklich verschiedene Arten von Rätseln sind. Mal ein Hütchenspiel, ein klassisches Simon Says, ein Schalterrätsel und so weiter. Schauen wir uns doch mal an, was sich hinter dieser... Nein, 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 großer Gott, nein, 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 nein! Okay, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Puh. Ist sie aber auch nicht auszuhalten, diese scheiß Krabbelviecher. Mann. Löst man eine Herausforderung, erhält man wahlweise einen Gegenstand oder man darf weiter passieren. Schlussendlich müssen aber auf jeden Fall alle Herausforderungen im Dungeon gemeistert werden. Scheitert man, steht man auf einmal wieder vor der Türe und verliert etwas Lebensenergie. Auch wenn man in eine der vielen Fallen tritt, büßt man Lebensenergie ein. Und auch wenn man einfach nur wartet, verliert man langsam Lebensenergie. Das heißt, das Spiel geht irgendwie auch auf Zeit. Ist die Lebensenergie erloschen, erhält man eine gar wundervoll fiese Game-Over-Sequenz. Ja, herrlich. Als ob das Spiel mich noch nicht genug gehasst hätte.
Leider ist auch die Steuerung keine große Hilfe. Manchmal hängt Matt irgendwo fest, manchmal reagiert die Sprungtaste etwas spät, manchmal ist exakte pixelgenaue Platzierung notwendig, während die Pfeiltasten sofort einen großen Schritt auslösen. Und vor allem begeht es eine große Gameplay-Sünde, Vierwegsteuerung aus der ISO-Perspektive. Wenn es die Richtung oben rechts, oben links, unten rechts und unten links gibt und sich meine Figur auch nur in diese Richtung bewegen kann, dann sind die Pfeiltasten kein probates Mittel zur Steuerung. Mit runter bewege ich mich also nach unten rechts, mit links nach unten links. Wie komme ich da drauf? Wieso keine 8-Wege-Steuerung? Wieso überhaupt ISO-Perspektive? Gut, ja, sie sieht tatsächlich besser aus. Aber bei ISO-Spielen habe und hatte ich schon immer das Problem, dass die Pfeiltasten nicht nach diesem Konzept funktionieren. Gerade wenn man mit Abgründen hantiert und Präzision gefragt ist, nervt das. Okay, ISO-Rant over and out. Das Design ist eine große Stärke des Spiels. Die humorvolle Comic-Grafik gefällt und zeugt von viel Liebe zum Detail. Die Animationen sind super flüssig und passen sich dem Comic-Stil sehr gut an. Die Musik wird zwar mit der Zeit etwas eintönig, ist aber definitiv gelungen. Der absurde schwarze Humor in Little Devil sorgt zwischendurch immer wieder für etwas Schmunzeln. Das rettet das Spiel auch ganz gut, denn eigentlich sind die kleinen Herausforderungen der eigentliche Höhepunkt im Spiel. Das Dungeon-Crawlen wird leider doch schnell öde und die Herausforderung fehlt. Ich habe das Spiel früher schon öfter mal gespielt, bin aber nie über Level 1 rausgekommen. Erst in der Vorbereitung zu diesem Video habe ich es zumindest mal ins vierte Level geschafft. Der Schwierigkeitsgrad steigt nicht unbedingt an, aber die Rätsel werden zäher und verlangen immer mehr Geduld, die mir dann irgendwann gefehlt hat. Little Devil ist also kein Dauerbrenner und ja, es hat etwas Staub angesetzt. Trotzdem können Freunde kuriosen Gameplays und mittelschwere Herausforderungen ihren Spaß mit dem Spiel haben. Ja, es ist nicht ganz einfach und man wird immer wieder das Gefühl haben, dass das Spiel den Spieler hasst. Aber bei aller Schwierigkeit, es ist machbar, auch wenn die Steuerung zusätzlich nicht das Gelbe vom Ei ist. Also Fazit, schon allein wegen dem einzigartigen Spielkonzept ist es durchaus einen Versuch wert und macht tatsächlich auch Laune, man kann aber nicht verschweigen, dass das Spiel absolute Mängel hat. Und nach diesen schönen, warmen Worten will ich nur mal wieder betonen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man ein Video beendet. Deshalb mach... Nein, 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 nein